Jetzt. Gut. Ja, herrlich. Na? Na super. Jetzt leg ich los. Ja, das beschäftigt mich ja noch eine ganze Weile. Was sind andere Seelen? Du, das ist ganz einfach. Es gibt eigentlich andere Seelen in dem Sinn überhaupt nicht. Das vielheitliche Denken, du weißt, in der Esoterik wird immer wieder geschwätzt, alles ist eins. Und man denkt doch in Trennung. Im Christentum, oberstes Gebot, liebe deine Feinde, und gerade die, die das sagen, predigen ein Feindbild nach dem anderen. Pass auf, stell dir einfach mal einen Spiegeltunnel vor. Wir machen es ein wenig komplexer, du denkst, es ist ein Spiegel der Tetraeder, der innen verspiegelt ist, und da stellen wir ein einziges Licht rein. Ja. Okay? Und jetzt denkst du dir, du wärst dieses Licht und du schaust um dich herum. Dann siehst du um dich herum unendlich viele Lichter. Alles ich selbst, also alles Spiegel von Das mir. sind nur Spiegelungen von dem einen Licht. Ja. Was ich dir damit sage, es gibt nur einen einzigen Geist. Wir Ja. können einen klassischen Spiegeltunnel mit zwei Spiegeln nehmen, wo ein Licht dazwischen ist. Wenn du das Licht bist und du schaust in die Richtung, dann hast du viele kleine Lichter, Ja. die aber doch letztendlich nur Facetten von dem einen Licht sind. Also auf Das der ist übrigens obersten Ebene ist mir ist in der das klar, ne? Quantenmechanik, in der Physik ist es ganz einfach, darum heißt es in der Physik, dass Licht immer nur gequantelt in Erscheinung tritt. Als ganzzahlige. Das sind diese Lämpchen in den Spiegeltunnel. Ja. Was jetzt wichtig ist, was ich Geistesfunken nenne, ist kein anderer Geist, sondern das ist dieser eine Geist, der sich jetzt reduziert auf einen einzigen Intellekt. Es ist im Grunde, brauchst du keinen Intellekt, um das zu verstehen, sondern Bewusstsein. Und ich betone immer wieder, Bewusstsein ist nicht intellektuelles Wissen. Nehmen wir symbolisch den Computer als Bewusstsein. Der Computer benötigt ein Programm und Daten, dass er Bilder erzeugen kann. Und du Geist benötigst mindestens ein Ich, um zu träumen. Du brauchst ein Wertesystem. Und ein Geistesfunken ist ein Geist, der nur mit einem speziellen Ich arbeitet. Jetzt pass auf, jetzt machen wir das etwas genauer. Halt diese Metapher, hör einfach zu. Ja. Was jetzt schon wichtig ist, ich erkläre das nicht den Heiko, den du dir ausdenkst. Ich erkläre das den Heiko, der jetzt dieses Gespräch ausdenkt. Die ganze Freiheit ist so unendlich einfach, wenn du zum Beispiel nur begreifst, wenn ich zu dir Geist sage, an was denkst du, wenn du an dich selbst denkst? Egal, an was du jetzt denkst, das bist nicht du. Es ist deine Information. Du bist der, der sich seine Information anschaut. In deinem Indivisionalbewusstsein. DI ist ja die Öffnung Gottes, ist eine Vision. Das ist eine Division. Du kannst nämlich nur Unterschiede wahrnehmen und das sind deine Gedankenwellen. Das ist eine ganz einfache Metapher. Du bist auch dann da, wenn du an was anders denkst. Egal an was du denkst, du bist immer dasselbe Ich, das seine Informationen anschaut. Jetzt wollen wir einen Satz nehmen, Heiko. Ich wiederhole das nochmal. Pass auf, zwei deutsche Sprichwörter. Mensch, erkenn dich selbst. Der Mensch ist das Maß aller Dinge. Du kennst diese zwei Sprichwörter, sind Es war gerade im allbekannt. Skype-Gespräch im letzten Jahr. Hast du noch mal gehört? Es ist ganz Ja. wichtig, dass das hier nur deutsch gelesen, jeder plappert es nach und macht sich eigentlich keine Gedanken, weil du dir zuerst einmal klar machen musst, für was für ein Menschen ist da die Rede. Und es ist eben einfacher so. Mensch, erkenn dich selbst, bezieht sich auf den Adam, auf den Geist. Aber da muss dir klar sein, dass du Geist nicht erkennen kannst, das kannst du nur sein. Der Adam ist nach Gottes Ebenbild geschaffen, ist also ein Gott. Und darum beginnen die 10 Gebote mit, mach dir kein Bild von Gott. Weil egal an was du denkst, du bist der, der sich die Gedanken anschaut, diese Informationen anschaut und nicht eine Information. Ja. Okay? Und da gibt es nichts dran zu rütteln, um das zu erkennen und demütig zu akzeptieren, dass man eigentlich nichts ist, weniger wie nichts. Das ist Bewusstsein. Jetzt kommen wir hier zu dem zweiten Satz. Der Mensch ist das Maß aller Dinge. Da bezieht sich das Wort Mensch auf den Enosch. Und du weißt, wie oft ich schon gesagt habe, der blaue Mensch, beziehungsweise das große blaue Ich, ist ein reines Konstrukt, Werte- und Interpretationsprogramm.
Wenn ich jetzt sage, der Mensch ist das Maß aller Dinge, heißt es, dein Intellekt ist das Maß aller Dinge. Und wenn du dich nur im Hier und Jetzt halten würdest und dich nicht laufend unbewusst um dich rum ins Raum und Zeit verstreust, das macht das Programm Heiko. Mhm. Fakt ist, egal was du anschaust, was du Geist anschaust, es befindet sich hier und jetzt in deinem Indivisionalbewusstsein. Ich verstehe das. Das ist rein theoretisch, du verstehst es nicht, du hast es begriffen, okay, aber noch okay. Nicht verstanden. Das du kann hast ich begreifen. Meine Metapher ist, begreifen heißt, du hast danach gegriffen, aber du bist noch im Reifen, im Zustand des Reifens, des Wachstums, und der Reifen ist auch das Hamsterlaufrad von täglich grüßt das Murmeltier. Wenn du es verstanden hättest, dann hättest du kein Problem. Ich würde trotzdem gerne. Du hast noch gerne. Ein gewaltiges Problem mit dem Heiko. Was jetzt wichtig ist, du hast eigentlich gar kein Problem. Du schaust dir einen Heiko an, der hier sich Probleme macht, der aber nur ein Gedanke in deinem Bewusstsein ist. Das ist ganz, ganz wichtig, dass du die zwei Ebenen verstehst. Einmal die Person, die du zu sein glaubst. Der Körper, der Heiko-Körper existiert nur, wenn du an den Körper denkst. Und die Stufe drüber, das große blaue Ich, das Programm, das in dir wirkt. Das macht dich zu einem Geistesfunken. Und du kennst in einem der Skype-Gespräche, habe ich dieses Beispiel wieder mit dem Computer gebracht, dass ich gesagt habe, pass auf, dort der Mensch, Bindestrich, das große blaue Ich, ein reines persönliches Konstrukt wäre und Interpretationsprogramm ist. Denken wir uns jetzt an einen Computer, wo wir vier verschiedene Programme gleichzeitig öffnen. Mhm. Das heißt, wir nehmen vier Ich, vier Menschen, und wir legen jedes Programm auf ein Splitscreen, auf ein Viertel von dem Bildschirm. Kannst du dir vorstellen? Ja. Ne, wir machen ein Splitscreen, also wir öffnen vier Fenster, wir vierteln den Bildschirm, dass wir vier einzelne Fensterchen haben, und dann lassen wir jedes Fenster steuern wir mit einem eigenen Ich-Programm an. Und jetzt pass auf, jetzt gebe ich in diese Ich-Programme, in alle vier Programme dieselbe Eingabe. Ich sage zum Beispiel nur, schließe mal deine Augen. Dann wirst du feststellen, dass jedes Programm in dem Moment sofort an einen ganz bestimmten Körper denkt, in deinem Fall an den Heiko-Körper, und die Augen zumacht. Wenn das vier unterschiedliche Menschen sind, das sind vier unterschiedliche Programme, wenn diese Worte bei jedem Menschen, schließe mal deine Augen, zuerst einmal den Gedanken an den Körper auslösen und an die Augen zumachen. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, jetzt denk, du bist bei dir zu Hause in der Küche, geh mal hin und mach den Kühlschrank auf, wenn für uns vier verschiedene Küchen sichtbar werden und vier verschiedene Kühlschränke geöffnet. Das ist noch viel interessanter. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, denke mal an den Udo, dann wirst du feststellen, dass jedes Programm eventuell an einen anderen Udo denkt. Weil du dir so viele Menschen ausdenken kannst, wo meinetwegen der Udo ist mein Bruder oder das ist mein Mann oder dieses oder jenes. Es gibt aber auch viele, die können mit dem Wort Udo einfach nur männliche Personen, da müssten sie rastern. Was meinst du für ein Udo? Ich kenne keinen Udo. Udo Lindenberg, Udo Jürgens, dann kommst du dann irgendwie in die Promis rein, weil der keinen persönlichen Udo kennt. Das heißt, dass also hier genauso, egal was gesprochen wird, du gehst immer davon aus, dass das, was Worte in dir auslösen, dass die anderen Menschen dieselben Empfindungen haben. Das ist so ein riesengroßer Durchschuss. Das ist das, was ich dir hingucke, nenne, Heiko. Das ist schlichtweg und einfach, du Geist beobachtest die Charaktere in deinem Traum, und der Heiko ist nur einer davon. Das ist, wo ich sage, ein Tierchen kannst du rund um die Uhr beobachten. Und der tiefe Sinn besteht darin, dass du begreifst, du bist was anderes, du bist der Beobachter von diesen Charakteren. Darum macht es auch keinen Sinn. Die Menschen, die du dir jetzt denkst, und bleib bitte im Jetzt, wir reden hier von knallharten Fakten, auch wenn deine materialistische Logik aufschreit. Die Menschen, die du dir jetzt denkst, existieren nur, wenn du sie denkst, egal an welchen Menschen du denkst, der existiert nur in dem Moment, wo du ihn denkst, und dann wird er so sein, wie du ihn dir denkst. Und wenn du ihn nicht denkst, ist er nicht da. Zweites Gebot, mach dir kein Bild von irgendwas da draußen. Du merkst, du scheiterst, dein Leid entsteht, weil du von den ersten zwei Sätzen der 10 Gebote schon scheiterst. Weißt du, ich bringe diese zwei Dinge nicht zusammen, weil du zum Beispiel eben sagst, du, der Mensch empfindet etwas. Mich interessiert, ob ein anderer, ich meine jetzt nicht die Figuren, die ich sehe, die sind in mir.
Ich meine einfach, ob der, ich nenne ihn jetzt mal Geistesfunken, ob der eine eigene Wahrnehmung hat. Hast du jetzt eine Wahrnehmung? Oder bin das nur ich? Kann dein Computerbildschirm eine Wahrnehmung haben? Nein, nicht der Computer. Ich Das ist stelle die jetzt, du bist Frage, jetzt ist da felsenfest, einer, der jetzt eine Wahrnehmung du bist hat? jetzt felsenfest davon überzeugt. Du bist jetzt aufgrund deiner Logik felsenfest davon überzeugt, dass so, wie du jetzt das Gefühl hast als Heigo, der du zu sein glaubst, vor dem Computer sitzt, dass hier außen außerhalb von dir irgendwo anders ein Udo vor dem Computer sitzt. Es Klar. wird immer so sein, wie du glaubst, dass es ist. Du sollst dir das einfach nur bewusst machen, was jetzt wirklich ist und was du dir darüber hinaus ausrechnest. Du hast das letzte Skype-Gespräch, habe ich gemerkt, gerade dir angehört, wo ich mit dem Redo gehabt habe. Hier und jetzt gedacht natürlich, es ist eine Datei. Und da spreche ich immer wieder dieses Spiel an. Es ist ein riesen Trugschluss. Du musst, wenn du frei werden willst, absolut mit deinem Bewusstsein im Hier und Jetzt verankert sein und dir klar machen, was ist jetzt in mir, was liegt jetzt in mir als Information vor? Und da hast du diese zwei Hälften, einmal, ich nenne das das feinstoffliche Weltbild, was mir ja genauer beschrieben habe im letzten Selbstgespräch, das ist praktisch die 3D, das ist die Gedankenwelt und als zweites hast du sinnliche Wahrnehmung. Und da ist jetzt de facto deine sinnliche Wahrnehmung, wenn du dich jetzt konzentrierst, ist ein Pixelmännchen und eine quäkige Lautsprecherstimme beziehungsweise Kopfhörerstimme. Kannst jetzt direkt ausmachen, was du hörst. Ja. Und dann denkst du natürlich an einen Udo und den Udo, den du jetzt rein als Gedanken denkst, der ist auch in dir drin, der ist eine ein Gedanken-Udo. Und dein Programm suggeriert dir jetzt, der Glaube von dem Heiko suggeriert dir, dass jetzt irgendwo außerhalb von dir, irgendwo anders ein Udo vom Computer sitzt, mit dem du skypst. Das ist aber ein reines Konstrukt, ein reines Ideenkonstrukt, was das Programm Heiko in dir aufbaut. Das ist ein Faktum jetzt. Ob da außen ein Udo sitzt, ist eine reine Glaubensfrage. Das ist das, was ich dir sage. Du verwirklichst das. Es wird von dir verwirklicht aufgrund deines Glaubens. Und übrigens ist es hier nicht, dass du sagst, ich kann das überprüfen. Das ist immer wieder, ich kann jetzt ganz schnipp einfach machen, pass auf, ich erschaffe jetzt in dir was. Ich erschaffe jetzt ganz einfach in dir was, was bisher nicht da ist. Denke mal bitte bei dir an dein Badezimmer, an das Waschbecken in deinem Badezimmer. Nun ist es Wo war da. das jetzt die ganze Zeit? Das ist jetzt Na? ein Gedanke. Ja. Jetzt schau bitte in das Programm Heigo rein, inwieweit der Heigo dir noch suggeriert, dass dieses Waschbecken auch da außen ist, wenn du nicht dran denkst. Ja, Und sehe ich. jetzt dir das zu überprüfen, dass du das materialisieren kannst, Heigo, das ist überhaupt kein Thema nicht. Du kannst jetzt deinen Geist durch Umformen in einer gewissen Reihenfolge, kannst du das Waschbecken materialisieren, das heißt, du kannst es in dein Gesichtsfeld auftauchen lassen. Das wäre aber in einem Videospiel nicht anders, wenn du ein Videospiel hast und du weißt, ich muss durch die Räume gehen, dass ich in das Zimmer komme, wo ein Waschbecken ist. Wenn du schon mal ein Videospiel gespielt hast. Da ist aber das Waschbecken ist nicht da außen, es ist rein eine Seinsmöglichkeit auf ein Konstruktprogramm. Durch gewisse Rechenoperationen rechnest du dir das in dein Gesichtsfeld praktisch auf dem Bildschirm. Ich kann diese Dinge alle begreifen, in dem Moment, ich mir einfach Du hast erkläre, es dass das begriffen, ein aber nicht Traum ist. verstanden. Es ist für dich die Theorie. Es erscheint Ja. dir mittlerweile logisch und du kannst es nachvollziehen. Aber du hast es nicht verstanden. Ich sage immer wieder, das ist wie wenn du ein neues Programm runtergeladen hast. Du hast es schon drauf. Aber du hast es noch nicht installiert. Du funktionierst noch mit dem alten Programm. Ja, und zwar ist Das ist es wie so, wenn ich dass ein man. neues Programm habe mit neuen Möglichkeiten. Verstehst du? Ich habe ein Programm, das kenne ich. Jetzt lese ich was von einem neuen Programm mit neuen Möglichkeiten, die ich ganz toll finde. Ich lade mir das runter. Das ist jetzt der Fall. So weit bist du. Du hast die neuen Möglichkeiten schon ganz grob vor Augen. Du hast es runtergeladen. Das heißt, du hast es begriffen, dass danach gegriffen ist. Erscheint dir logisch. Was aber du feststellen musst, du funktionierst immer noch mit dem alten Programm. Du hast es noch nicht installiert. Ja, weil Punkt. da immer wieder Dinge auftauchen, die dem zu widersprechen scheinen. Nichts Nehmen widerspricht dem, außer deine Logik ist unachtsam. wir. Ja, ist ja richtig, Mach aber. ein Beispiel. Mach ein Beispiel und Ja, ich werde ich dir mache ein zeigen, dass Beispiel. deine Logik Ich nicht. nehmen wir mal an, dieses Gespräch jetzt hier. Ich werde doch kein jetzt ich werde doch kein Gespräch irgendwie zu YouTube hochladen, wenn ich nicht davon ausgehe, dass da auch irgendjemand ist, der es Richtig. hört. Das ist aber nicht, das magst nicht du, das macht das Programm Heiko. Pass auf, Heiko, ich erwähne immer wieder.
Ich springe ganz gezielt, wenn ich bewusst raumzeitlich mit dir rede, dass du es leichter verstehst. Okay? Jetzt denkst du dir den Udo aus dem Charakter in deinem Traum. Das ist jetzt nur die Stimme. Was wichtig ist, was denn, vielleicht kennst du aus einem der Selbstgespräche, mein Maskenballbeispiel. Wir haben ja zurzeit Fasching, das ist ja aktuell. Wenn du zum Beispiel auf einen Maskenball gehst, wo Maskenzwang ist, keiner darf die Maske abnehmen und du kommst mit irgendjemandem ins Gespräch. Dann ist das dann mal, du unterhältst dich mit jemandem. Solltest du dir jetzt bewusst Gedanken darüber machen, wird dir klar sein, dass du dich ja nicht mit dieser Maske unterhältst, sondern, und jetzt pass auf, jetzt wird's interessant, die erste Stufe ist als normaler Mensch, sondern ich unterhalte mich mit der Person, die die Maske trägt. Jetzt aber wird dir klar, mittlerweile mit Holofeeling, dass eine Persona ja auch Maske heißt. Das heißt, da ist eine Maske, die eine Maske aufhat. Ich unterhalte mich auch nicht mit der Persona, die die Maske trägt, das ist ja nur doppelt gemoppelt, sondern mit dem Menschen, der in Form dieser Persona in mir in Erscheinung tritt. Und jetzt gehst du noch einen Schritt weiter, dass der Mensch mittlerweile ein reines intellektuelles Konstrukt wäre und Interpretationssystem ist. Und jetzt kommst du erst zu dem Geist hinter dem Menschen. Du merkst, du musst von der Maske zur Persona, zum Menschen und dann kommst du erst zum eigentlichen Geist. Das ist das, mit dem du dich unterhältst. Du unterhältst dich jetzt hundertprozentig sicher nicht mit deinem Computer, sondern mit dem Udo, den du dir ausdenkst. Aber der Udo, den du dir ausdenkst, ist ja auch bloß ein Gedanke von dir. Macht es recht viel Sinn, sich mit deinem Gedanken zu unterhalten. Aber ich erkläre dir jetzt einmal als Udo, was raumzeitlich. Der Mensch Udo. Ich habe noch nie eine Internetseite gehabt. Ich habe auch noch nie zu irgendjemandem gesagt, er soll eine Internetseite machen. Ich habe noch niemals in irgendeinem Forum irgendwo meinen Senf dazugegeben. Und ich habe auch keinen Blog oder sonst was. Meine Internettätigkeit als Udo, jetzt für dich raumzeitliches Beispiel, beschränkt sich einzig und allein darauf, dass ganz gewisse Leute von mir Updates kriegen. Und die in der Regel haben alle persönlich bei mich darum gebeten, dass ich ihnen die schicke. Oder dass ich die im Verteiler aufnehme. Das sind übrigens wesentlich weniger wie der Verteiler, der ab und zu auftaucht. Das sind in meinem Ding, sind da hoffentlich schon wieder rausgeflogen. Das ist also jetzt nur, was jetzt nicht heißt, dass jetzt, was du magst, es ist immer so eine Sache, Heiko. Ich bin du, ich bin wirklich du. Ich meine ich jetzt nicht den Udo, sondern mit dem, den du dich jetzt wirklich unterhältst. Du kannst es drehen und wenden, wie du willst. Der Brösel Udo ist ein Gedanke in dir. Genauso wie der Heiko. Ich mache keinen Hehl draus, dass mich nur der Geist interessiert, der träumt. Ich kann nur den Geist wach machen, der träumt. Und ich habe noch nie einen Hehl draus gemacht, dass die Menschen, die in deinem Traum in Erscheinung treten, absolut keine Überlebenschance haben. Das sind Programme, das sind Charaktere. Spätestens wenn die durchschaut sind, lösen die sich wieder auf. Und das ist auch innerhalb des menschlichen Lebens. Du bist immer dasselbe Ich. Innerhalb des Lebens des Heiko hast du dich noch nie verändert. Wir können jetzt für Heiko x-beliebigen Namen setzen. Du durchlebst zurzeit das Leben vom Heiko. Ich könnte jetzt sagen, du durchlebst das Leben vom Redo oder von der Diane oder von sonst wem, der dieses Gespräch jetzt hört. Der Geist, der jetzt dieses Gespräch belauscht, und das siehst du ja immer wieder, was ich anspreche, spreche ich jetzt mit dem Heiko oder spreche ich jetzt mit dem Redo? Nein, ich rede mit dem Geist, der jetzt dieses Gespräch anhört. Wenn du dir jetzt wieder ausrechnest, dass da vorher ein Udo mit dem Heiko geskypt hat und das wurde aufgezeichnet, das ist alles unheimlich logisch, aber das ist nicht geistreich. Das Gespräch wurde nicht in der Vergangenheit geführt, es wird jetzt in diesem Moment geführt und ich erkläre das dir, dem Geist, der das jetzt zuhört. Egal, wer du jetzt zu sein glaubst. Das ist einmal das Erste. Und als Mensch, du benötigst ein Geist. Bewusstsein ist nicht Wissen. Bewusstsein ist einfach nur eine Energieform. Und Bewusstsein, ich mache immer gern das Beispiel mit Mechshef Roth geschrieben, der kleine Computer. Du bist ein Computer und du benötigst, dass du Bilder machen kannst, benötigst du ein Programm und Daten. Und als Bewusstsein benötigst du mindestens ein Ich, ein blaues Ich, ein Menschenprogramm im Hintergrund, dass du träumen kannst. Und was jetzt immer wichtig ist, du kannst Geist, das, was du bist, in keinster Weise denken. Nochmal, an was denkst du, wenn du an dich selbst denkst?
Egal an was du jetzt Ja. denkst, das bist nicht du. Egal was du dir jetzt vorstellst, was du für eine Form dir machst, ob die feinstofflich ist, ob du real was anschaust, egal was du Geist anschaust, du schaust deine Information an und das bist nicht du. Das ist mein Beispiel mit der Gnade und der Form. Da du Geist in keinster Weise darstellen kannst, denken wir uns jetzt ganz einfach mal, du wärst 200 Gramm rohe Gnade. Und du warst selbst diese Worte, meine Worte sind extrem gewählt. Ich benutze in diesen Selbstgesprächen oft das Wort Arschloch. Da kann man sofort wieder sagen, was bildet der sich ein? Aber es ist fränkisch. Asch ist Feuer. Und Loch, L-Chat, sagst du mal, Konsonante Radix ist Lebensfrische. Du kannst jetzt das ein bisschen mit Fantasie, die Facetten sind eure Lebensfrische. Das sind die Arschlöcher. Kommt meistens Mist raus, Heiko. M ist Gestaltwährung ist. Das ist immer die Interpretation. Ich habe so oft verwiesen auf diesen alten Vortrag, den wir uns jetzt denken, in Bayreuth 2000 etwas. Diesen Standardbeitrag aus Bayreuth, das Video. Kennst du das? Hast du bei dir drin? Und ich sage immer wieder, Leute, wenn, egal was dem Udo einer vorwirft, wenn du nur die ersten 4 Minuten in dem Vortrag aufmerksam zuhörst, dass ich immer wieder sage, der Mensch, den du dir jetzt ausdenkst, ob der jetzt ein Gedanke ist aufgrund dieser Stimme, ob das ein Pixelmännchen ist, weil du das auf dem Bildschirm siehst, oder sogar der Udo real in deinem Gesichtsfeld in Erscheinung tritt, der ist vollkommen unwichtig. Das, was wichtig ist, ist der Geist, der zuhört, an den richtet sich die Botschaft. Und der ist nichts, was du dir ausdenken könntest. Das ist nicht der Heiko. Das ist eben dieser blinde Fleck. Und jetzt pass auf, Gnede, habe ich schon so oft gesagt, 200 ist ja R, der rote Kopf, das rote Rösch, in dem sich alles befindet. Rot ist der Adam und Ken Edde ist ja, die Basis ist das Jetzt. Drum nenne ich, du merkst schon selbst, die 200 Gramm rote Gnede haben ihren Sinn, wenn man das versteht. Und diese 200 Gramm rote Gnede, die stehen jetzt für etwas, was du nicht denken kannst, die symbolisieren deinen Geist. Und jetzt die Informationen, die du anschaust, egal ob die jetzt feinstofflich praktisch nur gedacht sind oder ob du die real wahrnimmst, ob ich dir jetzt eine Ohrfeige gebe, wenn du glaubst, du bist der Heiko und du spürst den Schmerz, ob du in deinem Gesichtsfeld was siehst, ob du was anfasst, was hochhebst, Gewicht spürst. Das sind alles deine Informationen. Das ist die Form der Gnade, das ist die Form deines Geistes, das ist deine Information. Und wenn ich das jetzt umforme, pass auf, mach das wirklich, stell dir das bildlich vor. Egal welche Form ich der Gnade gebe, eine Tasse, eine Teller, eine Computertastatur, ein kleines Pferdchen, es verändert überhaupt nichts an der 200 Gramm rote Gnade. Stimmt oder stimmt? Was jetzt wichtig ist, du erkennst anhand dieses Beispiels, dass die Form eigentlich innerhalb dieses Beispiels als Ding an sich nichts ist. Weil es gibt ja nur die Gnade. Okay? Und jetzt pass auf, jetzt kommt die Kunst des Umdrehens. Da ich, wir ja ganz klar gesagt haben, diese 200 Gramm rote Gnade symbolisieren etwas, was wir uns nicht denken können. Wenn wir jetzt die Gnade zu diesem absolut nicht denkbaren Nichts machen, zu dem Geist machen, musst du die andere Seite, du kennst die arithmetische Gleichung, was du auf der einen Seite veränderst, musst du auf der anderen Seite auch verändern. Musst du die Seite der Form, die ja eigentlich in unserem ersten Beispiel absolut nichts ist, als Ding an sich, wird jetzt zu etwas. Jetzt pass auf, jetzt mache ich es einfacher für dich, Heiko. Wir nehmen jetzt statt der Gnade, denkst du dir, dass ein menschlicher Körper, ein Mensch darlicht, das ist ja schon wieder in der Sprache, merkst du, man spricht von einem Menschen und meint eigentlich nur den Körper, weil der Mensch ja was anderes ist. Ich bleibe jetzt einmal normal, gewohnt für dich, da liegt ein Mensch da, der schläft. Den siehst du. Du siehst diesen schlafenden Menschen. Und du gehst jetzt einmal davon aus, dass der träumt. Also denkst du dir, dass dieser Mensch praktisch das anschaut, was in seinem Gehirn, in seinem Kopf vorgeht. Von uns aus gesehen ist das, was er in seinem Kopf hat, diese Traumwelt, ist eigentlich nichts von uns aus gesehen, weil das Einzige, was existiert, ist ja der Mensch, der träumt. Okay? In dieser Traumwelt, jetzt weißt du aber, dass ein Mensch, der träumt, der weiß ja nicht, dass er träumt. Für den ist das, was in seinem Kopf vorgeht, vollkommen real. Er selber, da er ja sich komplett vergessen hat im Traum, da er nicht weiß, dass er eigentlich schläft und träumt,
Er selber existiert in seinem Traum höchstens als irgendeine Figur, jetzt zum Beispiel als Heigo. Mhm. Der Heigo, der jetzt aber in dem Kopf dieses Menschen, der da liegt und schläft, existiert, ist eigentlich genau genommen nichts, weil das Einzige von uns aus gesehen, was existiert, ist ja dieser träumende Mensch. Okay? Und jetzt machen wir dasselbe wie mit der Gnede. Jetzt drehen wir das rum. Jetzt machen wir diesen Menschen, weil der in der Traumwelt ja nicht existiert, zu nichts, zu Geist. Und das, was in unserem Kopf vorgeht, Beroshit, inmitten dieses Kopfes, wird jetzt zu einer vollkommenen Realität. Zum Beispiel zu einem Heigo, den du jetzt filmen kannst, der Computer-Skype-Gespräche mit Udo macht, den du dir ausdenkst. Das ist nur in dir Geist. Das, was du bist, ist was ganz was anderes wie deine ständig wechselnden Informationen. Und Theorie und Praxis, wenn dir das bewusst wird, die Frage stellt sich nicht. Wir kommen wieder zurück zum Anfang. Ich habe das nicht vergessen. Wenn ich ja eine Internetseite mache, gehe ich ja davon aus, dass da außen welche sind. Das ist doch vollkommen okay, vom Heigo aus gesehen. Aber nicht von dir aus gesehen. Der Heigo muss doch seine Rolle spielen. Das oberste Gebot beim Tierchen gucken, wo ich sage, du sollst in keinster Weise versuchen, an dem Protagonisten deines Traumes zu verändern. Ein Tierforscher will an den Tieren nichts verändern. Ich habe noch nie das Bestreben gehabt, an den Heigo was zu verändern. Es wäre mir ein absolut leichtes, glaube ich mir, das Programm Heigo zu verändern. Mhm. Das klingt im ersten Moment unlogisch, aber jetzt mach, was ich so oft wiederholt habe, Heigo. Diese ewigen Streitgespräche von richtig und verkehrt, das wirst du komplett aufgeben. Das ist so unendlich sinnlos, mit einem Gedanken, den du denkst, zu diskutieren. Diskussion ist ein klares Zeichen, ein Kampf um einen Standpunkt und ein klares Zeichen, dass diese Deppen das Dassenbeispiel nicht verstanden haben. Dassenbeispiel ist klar, oder? Ja, ja. Egal, mit wem du über irgendwas diskutierst, du willst ihn von der einen Seite auf die andere Seite ziehen. Also bist du selber noch perspektivisch. Wenn du die Dasse bist, hat jeder Recht. Mit seiner Perspektive. Es hat jeder vollkommen Recht. Du wirst von mir nie hören, dass irgendeiner nicht Recht hat. Das ist, dann bist du die Dasse. Also habe ich gar nicht das Bedürfnis, irgendjemanden auszureden, dass er nicht Recht hat. Du kannst es ziemlich gut nachvollziehen in dem kleinen Selbstgespräch Holofeeling für Neugierige. Da ist es so ein kleiner Dialog, wo ich sage, es hat jeder Recht und einer behauptet, nein, so kann man das nicht stehen lassen, es hat nicht jeder Recht. Das ist ein Live-Gespräch. Nachher sage ich, pass auf, das ist jetzt relativ sinnlos. Ich lasse mir von dir doch nicht ausreden, dass du nicht recht hast. Wieso? Ich behaupte, jeder hat recht. Und du bist auch jeder. Das heißt, mit deiner Meinung, dass nicht jeder recht hat, hast du auch ein bisschen recht. Aber wenn du mir jetzt das ausreden willst, dass jeder recht hat, willst du mir ja ausreden, dass du selber recht hast. Bist dabei? Ja. Es geht nicht darum, irgendjemandem zu erklären, dass er nicht recht hat. Du wirst eh immer mehr merken. Und jetzt pass auf, ich wiederhole zum tausendsten Mal, Hajo. Der Spaziergang durch den Zoo. Wenn du durch den Zoo gehst, bestaunst du diese unendliche Vielfalt von Orten und Charakteren. Du kannst all diese Kreaturen lieben und du wirst keine dieser Tiere verändern wollen. Du willst den Regenbogen nicht das Fliegen beibringen. Oder wirfst ihm vor, dass er so ein kleiner Schleimer ist. Und dem Maulwurf wirfst du nicht vor, dass er blind ist. Die sind so, wie ich sie erschaffen habe, alle. Okay? Also macht es keinen Sinn, einer Kreatur vorzuwerfen, dass sie so ist, wie sie erschaffen wurde, und du willst sie ja nicht verändern. Das Spiel besteht darin, diese unendliche Vielfalt, auch Widersprüchlichkeiten von Charakteren, zu erforschen, beobachten zu dürfen. Und du kannst all diese Tiere lieben, auch die gefährlichen, die Stinker, die giftigen. Musst dich halt fernhalten von ihnen. Stimmt oder stimmt? Aber wie sieht es aus, sobald wir in das Gehege von Trockennasenaffen kommen? Willst du nicht plötzlich anfangen, die zu verändern? Warum erweiterst du dieses Bewusstsein nicht auf die ganzen Trockennasenaffen?
Das ist das Problem und du musst es erkennen, das ist ein Fehler im Führerscheinprüfungsbogen Heigo. Und selbst diesen Fehler sollst du jetzt nicht abstellen wollen. Du sollst es erkennen. Um das zu erkennen, musst du was anderes sein wie der Heigo. Du musst der Geist sein, der das Programm Heigo beobachtet. Und jetzt erweitern mir die Tiere im Zoo, dass ich immer wieder sage, und jetzt denkst du dir Belletristik, Märchen, Romane, Grimmis, egal was. In dem Moment, wo ein Märchen niedergeschrieben wird, eine Geschichte, ein Krimi, musst du wissen, jeder der Charaktere, jeder der Protagonisten innerhalb dieser Geschichten ist so, wie der Autor die festgelegt hat. Ich sage mal, ich liebe den Hannibal Lecter, das ist so ein geiler Charakter. Es wäre doch ein Blödsinn, den gut machen zu wollen oder raus aus der Geschichte raus. Das ist das normale Denken dieser Gutmenschen, was du merkst, die setzen das Böse. Dieser absolute Wahnsinn, die Dummheit zu glauben, du könntest Gedanken, festgelegte Charaktere verändern und dann würde die Welt besser. Dieses Anstreben von einseitigen Zielen, es wird vollkommen illusionär. Das muss dir am Arsch vorbeigehen. Freu dich dran, wie wenn du eine Fantasy-Geschichte dir anschaust. Es ist zurzeit so viel in deiner ausgedachten Welt los. Und was dir als allererstes auffällt, es geht immer einzig und allein um den Kampf, irgendwas Besonderes zu erreichen. Gehst du zum Beispiel in die Ukraine, wird jetzt auf der Krim gestritten, wir wollen Russen bleiben, wir wollen nicht in den Westen. Keiner will heil werden, keiner will vollkommen werden in deinem Traum, weil die nichts wissen von einem Geist, der alles ist. Du musst es wissen, nur du bist der Einzige, wirklich absolut der Einzige, der das verstehen kann. Und du ist nicht der Heigo. Oder der Mensch, der du jetzt zu sein glaubst. Es ist dieser Geist, der jetzt ganz aufmerksam diesen Worten hört. Und die sind jetzt ein Geschenk. Du musst es nur zulassen. Du spielst die Rolle vom Heigo. Mach deine Seite. Mach, was dir ist, was den Heigo in den Sinn kommt. Du sollst das Leben vom Heigo leben oder das Leben vom Redo oder wer du auch zu sein glaubst. Mir geht's darum, dass der Geist wach wird, der das träumt, der dies in seinen Traum glaubt, diese Person, dieser Mensch zu sein. Und dann gehst du auf eine Stufe höher, dass du jetzt plötzlich merkst, wenn die Maske durchsichtig wird, weil du wertest dir alles mit dem Wertesystem des Menschen, der du zu sein glaubst. Du kannst gar nicht anders, es ist ein Programm. Dir wird bewusst, dass du wirklich in deiner momentanen Reifestufe, dass du in der Regel niemals das siehst, was wirklich da ist. Du siehst in 99% der Fällen quantitativ betrachtet nur deine Interpretationen. Ob du den Fernseher einschaltest, ob du eine Zeitung vor dir hast, ist dir bewusst, dass das nur Fetzenpapier ist, wo Farbe drauf gespritzt ist. Das ist die einzige Realität, die in dem Moment steht. Nein, sobald du da hinschaust wie ein Magnet, wird es in dir diese Worte von Vorstellungen aufwerfen, Ideen, Illusionen erschaffen und die Illusionen, die sehr, sehr subjektiv geprägt sind von deinem Charakter. Denkst du dir jetzt aus und es ist der tiefe Glaube noch in dir drin, dass das Zeug da außen existiert, auch wenn du nicht dran denkst oder dass es in der Vergangenheit so war. Ich wiederhole nochmal schnell einen Passus aus dem letzten Selbstgespräch, das du ja gehört hast, wo ich sage, jeder Mensch, den du dir jetzt denkst, das heißt jedes Programm, wenn du mit einem Programm arbeitest, spricht dich eine persönliche Vergangenheit zu. Kannst du dich an die Stelle erinnern? Also auf jeder, du brauchst mindestens ein Programm, das du träumen kannst. Jeder Mensch, was ich jetzt Programm, ein Konstrukt wäre, Interpretationssystem. Jeder Mensch, der Heige und alle, zwangsläufig alle Menschen, denk wieder an die Lämpchen im Spiegeltunnel. Was der Heigo glaubt, glaubt im Großen und Ganzen auch alle anderen. Du musst bloß wissen, dass das dann in dem auch gespiegelt geglaubt werden kann. Du sprichst dir ein ganz persönliches Leben, eine Vergangenheit in Bezug auf den Heigo zu. Das beginnt mit der Geburt, die du dir jetzt denkst. Okay? Ja. Du denkst jetzt, du bist der Heigo und du glaubst, du wurdest in der Vergangenheit geboren und bis jetzt hast du von der Vergangenheit bis jetzt natürlich immer ausgedachterweise und immer nur das, was du jetzt denkst, hast du ein ganz persönliches Leben durchlebt. Das ist das Buch Heigo, das ist das Programm Heigo. Und dasselbe gilt jetzt in deiner Logik für jeden anderen Menschen, den du dir ausdenkst. Jeder Mensch hat eine ganz persönliche Vergangenheit. Okay? Was du aber auch glaubst, dass schon die Welt vor dem Heigo da war und auch vor jedem anderen Menschen da war, das nenne ich die größere Vergangenheit, aber da habe ich jetzt einen kleinen Trick gemacht in euren Programmen, dass
euer Glaube euch suggeriert, dass in der größeren Vergangenheit, dass es da bloß eine einzige gibt. Da kann nur eine richtig sein. Zum Beispiel die Frage, waren jetzt die 1969 auf dem Mond oder waren die nicht auf dem Mond? Wenn das einer glaubt, aufgrund seines Intellekts, ist ja nur nachgeplappertes Wissen und ein anderer sagt, nein, das stimmt nicht, weil er Verschwörungstheorien anhängt und die fangen zum Streiten an. Ist es genau diese Dummheit, weil die meinen, es kann ja nur eins stimmen. Es wird so sein, wie du glaubst, dass es ist und jeder, der wo was anders behauptet, mit dem fängst du zum Streiten an, wenn du rechthaberisch bist. Oder was ich mein Lieblingsbeispiel, ich kann dir welche bringen, die sind felsenfest davon überzeugt, dass ich vor 2000 Jahren gekreuzigt wurde. Andere wiederum wissen hundertprozentig sicher, dass ich vorher abgehauen bin und nach Indien gegangen bin und dort weitergelehrt habe. Und die legen total in einer Fehde und die streiten auf Teufel komm heraus. Jetzt frage ich dich, was ist eigentlich die Ursache, dass da jeder davon so felsenfest überzeugt ist, dass das richtig ist, was er glaubt? Heiko, verstehst du, was ich meine? Warum? Komplette ja. Selbstermündigung und Unbewusstsein bis zum Es geht nicht mehr. Es ist nämlich in 99,99% der Fällen, ob das in der Politik ist oder in der Religion ist, ich muss noch ein paar Neuner dran setzen, handelt es sich permanent um Wissen, was die, die auf Teufel komm heraus, ihren Glauben, ich nenne das ja immer Wissen glauben, ihren Intellekt verteidigen als das einzig Richtige, wenn einer auftaucht in ihnen, der das Gegenteil behauptet, obwohl doch ihr Glaube nur geistlos nachgeplappert ist. Es gibt keine Möglichkeit, es zu überprüfen, du kannst es nur glauben. Denk an meine Definition von einem Faktum. Es gibt keine historischen Fakten. Ein Faktum, das Wort heißt wirklich ein hier und jetzt überprüfbare Tatsache.